Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr euch an das Windows Insider Programm anmelden oder registrieren könnt, um eben frühzeitig Zugriff auf aktuelle Funktionen, News und Updates zu erhalten. An diese Insider Programme kann sich ja seit einigen Jahren schon jeder, der Lust darauf hat, anmelden. Man muss nicht irgendwie Developer, ja, Entwickler oder sonst irgendwas sein. Bei Interesse findet ihr die sogenannte Insider-Programme von Microsoft hier auf der Seite. Den Link findet ihr auch nochmal unter dem Video bei Interesse. Wir können uns hier also, wie gesagt, einfach anmelden, beispielsweise hier an das Windows Insider-Programm, ja. Allerdings ist hierfür normalerweise ein Microsoft-Konto zwingend erforderlich. Ja. Und was ich euch aber nun zeigen will, ist eine Möglichkeit, das Insider-Programm auch ohne Microsoft-Konto zu nutzen. Es ist also ein nützlicher Tipp für diejenigen, die sich ganz stur weigern, sich ein Microsoft-Konto zu erstellen, aber trotzdem an den Insider-Programm hier teilnehmen wollen. Ja, das gibt es offensichtlich auch irgendwie. Nun, das ist aber auch kein Problem, denn da gibt es auch eine ziemlich unkomplizierte Lösung. Und zwar gibt es ein Skript hier, den wir uns von GitHub hier herunterladen können. Einfach, ja, kostenlos natürlich. Und dieses Skript, ja, nachdem ich habe das jetzt schon heruntergeladen, ich switche mal hier um und ziehe das mal rüber, wenn ich das jetzt wieder finde, genau, das ist es hier, zack, ich mache das jetzt mal hier, ich gehe mal kurz auf die Einstellungen, Update und Sicherheit und hier ist unser Windows Insider Programm. Das sollte, genau, das ist also die Diagnostics hier, ja, die müssen voll aktiviert sein, ja, damit das ist auch erforderlich an der Stelle. Ich lasse das jetzt aber einfach mal so, wie es ist und führe das Skript einfach aus. Also das ist hier mein Skript, den ich da heruntergeladen habe vom GitHub. Ich will das jetzt hier einfach mal extrahieren auf dem Desktop, damit ich das jetzt gleich finde, genau, das ist das hier und hier ist eine Batch-Datei enthalten, genau, hier ist nochmal eine README-Datei, ich lasse das jetzt einfach mal, man kann sich hier auf GitHub hier alles in Ruhe durchlesen, wie das funktioniert und so weiter, den Link findet ihr natürlich unter dem Video. Und genau, alles was wir jetzt machen müssen, ist einfach dieses Skript hier, diese Batch-Datei mit der rechten Maustaste als anklicken und dann als Administrator ausführen. Nochmal bestätigen. Und, ah, okay, genau. Und jetzt haben wir schon die Möglichkeit, uns an verschiedene Programme hier, wenn ich das jetzt richtig sehe, beziehungsweise Channels anzumelden. Ich nehme mal das Dev-Channel hier oder wir können Beta, ja, einfach die Zahl 2 für das Beta-Channel, wenn ich mich jetzt hier quasi freischalten. Ich drücke mal Enter und schon passiert gar nichts, aber ich habe wahrscheinlich, zack, genau. Apply changes done, reboot is required. Okay, wir müssen jetzt die Maschine einmal neu starten. Ich mache das jetzt einfach mal. Zack. Und schauen, ob das funktioniert hat. Ja, nach dem Neustart müssen wir jetzt hier Teil des Insiders-Programm quasi, beziehungsweise an das Beta-Channel angemeldet sein. Das Ganze ohne Microsoft-Konto, wie gesagt. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange. Genau, wir schauen jetzt hier nochmal unter Einstellungen nach. Update und Sicherheit. Windows Insider-Programm. Genau, und wir sehen jetzt hier, this device has been enrolled to the Windows Insider-Programm using bla bla bla. Genau, so, Channel Beta.
Mainline, okay. Ja, so einfach geht das. Also, wer das schon immer machen wollte hier und sich weigert, ein Microsoft-Konto sich zu erstellen, kann diese Möglichkeit hier nutzen. Ich hoffe, dass die Frage hiermit beantwortet ist, beziehungsweise dass ich euch damit irgendwie weiterhelfen konnte. Über ein Like freue ich mich natürlich, auch wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Bei Fragen und Anregungen einen Kommentar hinterlassen unter dem Video wie immer. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.